Es sind die Ärmsten der Armen, um die sich Prinzessin Odette im Kongo kümmert. Als engagierte Society Lady in Deutschland will sie uns zeigen, wie man den Bürgerkriegsopfern von Kamituga helfen kann. Die 33-Jährige lebt in Frankfurt, ist Konsulin der Demokratischen Republik Kongo und sammelt Spenden für ihre Heimat, damit allmählich die Hoffnung in diesen Teil der Welt zurückkehrt. Wir sind im Osten des Kongo. Am Privathaus der Prinzessin in Bukavu singen sich rund 200 Frauen warm. Eigentlich ist der genaue Ankunftstermin des Konvois geheim, doch er hat sich offenbar herumgesprochen. Auch für Prinzessin Odette ist das ein emotionales Ereignis. Sehr, sehr schön, wenn ich komme zu meinem Haus und dann, ich finde Leute, die Frauen, die ich unterstütze, auf mich warten, eine Überraschung gemacht, das ist richtig sehr toll. Ich singe einen Song, einen sehr, sehr traurigen Song. Was habe ich gemacht, warum bin ich vorgewartet? Das ist richtig ein trauriger Song. Im Bürgerkrieg war Vergewaltigung ein Teil der Kriegsführung. Diese Frauen wurden zu Opfern und werden jetzt mit Kleinkrediten unterstützt. Schon mit 30 Euro pro Monat schaffen sie es, eine neue Existenz aufzubauen. Und es gibt neben der Prinzessin noch eine zweite Hoffnung für die Menschen im Ostkongo. Jean-Claude Kibala ist Vizegouverneur der Provinz und damit Chef der Verwaltung. Überraschung, der Mann spricht Deutsch. Ja, der Gouverneur war so lange in Troisdorf oder so lange in Deutschland. Es ist mal in Köln.